Für euch allein ist wichtig, dass ihr bei meinem Sohn seid. Mein Kind, mein liebes Kind, da bist du ja, Jesus. Viel Sühne wird gebraucht, meine Tochter, um noch viele Seelen, Kinder zu erreichen. Nehmt alles in Liebe an und opfert es auf. Dann kommt es denen zugute, die eure Opfer am meisten brauchen. Meine Kinder, eure Umkehr ist so wichtig. Wenn ihr nicht zu meinem Sohn findet, wird euch unendliches Leid widerfahren. Ihr müsst euch bekennen, um nicht an den Teufel verloren zu gehen. Ihr müsst Jesus eure Ja schenken, um nicht in Feuersglut zu versinken. Meine Kinder, die Dämonen des Teufels sind überall. Sie lauern auf euch und wollen euch auf schlechte Pfade führen. Ihre Mission ist es, dem Teufel so viele Seelen zu bringen wie nur möglich, und alles setzen sie daran, euch von Jesus fernzuhalten. Viele Menschen, auch und vor allem in hohen Positionen eurer Welt, sind von ihnen besessen, so tun sie Böses im Namen des Teufels, doch sagen sie euch dies nicht. Sie sind überzeugt, das Richtige zu tun, denn sie stehen ganz im Dienst des Tieres und sind von ihm infiziert. Seine Lügen, seine Ansichten, sein Egoismus, seine Machtgier, all das und noch vieles mehr, füttern sie mit ihren abscheulichen Untaten und fügen euch so größtes Leid, Not, Qual, Grausamkeiten und vieles weitere Schlechte zu. Doch, meine Kinder, führt euch Jesus, euer Jesus, aus dieser Not heraus. Er lindert euer Leid. Er heilt eure Verletzungen. Er schenkt euch Freude und Liebe und Zuversicht. Mit ihm werdet ihr glückliche Kinder des Herrn, und eine Ewigkeit voller göttlichem Glanz und Glorie wartet auf euch. Doch er bittet euch auch für diese verirrten Menschen zu beten, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das heißt, sie sind sich zwar voll und ganz ihrer Schandtaten bewusst, doch sitzt das Tier so in ihnen drin, dass sie überzeugt sind, das tun zu müssen und es als das Richtige empfinden. Meine Kinder, die Welt des Teufels ist verdreht und für viele von euch nicht nachvollziehbar. Noch weniger versteht ihr, warum es so viele gibt, die sich freiwillig in dessen Dienste begeben. Für euch allein ist wichtig, dass ihr bei meinem Sohn seid, ihn liebt, ihn ehrt, mit ihm lebt, und dass ihr bittet und Sühne tut, Opfer annehmt und dem Vater schenkt. Meine Kinder, Jesus liebt euch, er führt euch, und durch euer Gebet und Sühne und Opfer erreicht er auch die schwärzesten aller Seelen. Glaubt und vertraut, und betet weiter in seinen Anliegen. Amen. Ich danke euch, eure Mutter im Himmel, Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen. Meine Tochter, euer Gebet wird so sehr gebraucht. Lasst es niemals abbrechen. Dein dich liebender Jesus. Amen.